Willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal möchte ich über die Mispeln sprechen. Und zwar, hier sind unsere zwei Mispelnbäume. Auf Teneriffa habe ich sehr viele solche Früchte gegessen, weil ich einige Bäume gefunden habe, die irgendwie draußen waren, also nicht auf einem Grundstück eingezäunt und so. Die meisten Menschen essen gar nichts davon. Hier sieht man eine Frucht, die schon reif ist. Und da oben sieht man noch eine und dann ganz oben viel mehr. So sehen sie aus und unsere zwei Bäume, also es ist jetzt am Ende, wir haben schon davon gegessen, aber ich sehe irgendein Vogel oder wer frisst die Blätter hier. Und hier haben wir schon einiges davon gegessen, aber ich glaube, das war nicht mal ein Kilo von beiden Bäumen. Wir haben uns jetzt gedacht, von den Körnern dieser Früchte mehr Bäume zu machen und zu pflanzen, weil es uns schmeckt. Und was man dafür tun muss, ist, also die Kerne, die sind normalerweise braun, da muss man sie schälen, dass sie dann ohne die Schale bleiben. Also anstatt braun sind sie weiß, einige davon grün. Und ich zeige, wie man sie germiniert. Wir haben schon drei andere solche Samen in Küchenpapier gelegt mit Wasser und werde jetzt zeigen, wie es aussieht. Man braucht so ein Gefäß mit Deckel, also so ähnlich wie Tupperware oder sowas ähnliches. Und wir haben hier also zwei Küchenpapier, einmal unten und einmal oben drüber. Und hier sieht man, die germinierten drei Stück sind von Mispeln, also diese hier. Die sind sogar ins Papier mit der Wurzel reingegangen. Also das ist eine germinierte Mispel, Mispelkern. Und die anderen, die man hier sieht, das sind Datteln. Also wir sind sehr froh über die Datteln und werden sie einpflanzen, weil Datteln sehr süß sind und wir benutzen die Datteln anstatt Zucker. Ja, wir haben also einige. Wir sehen, einige haben gar nicht germiniert, aber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 oder 10, ja 10 Stück mindestens, haben schon Wurzel bekommen. Und ich wollte halt auch darüber reden. Also die lassen wir noch, natürlich noch mehr. Und dann irgendwann kommt auch das andere, was nach oben geht. Wir haben hier auch Avocado. Also das ist ein Avocado. Kommen 3 Stück raus. Und Avocado ist sehr leicht zu germinieren. Auf der Teneriffa hatten wir schon welche, aber die haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe ein Stück gebracht und im Sommer ist es vertrocknet, weil ich nicht hier war. Aber die Körner von Mispeln, die sehr, sehr gut schmecken. Also ich esse sehr viel davon. Also wenn ich bekomme, auf der Teneriffa habe ich also, wenn ich mal hingefahren bin zu verschiedenen Bäumen, war nicht nur eine Stelle, da habe ich mal 5 bis 10 Kilo auf einmal gebracht. Und ja, beide haben dieses Jahr schon, also das war Februar bis April ungefähr, bestimmt 50 Kilo insgesamt gehabt. Von Zeit zu Zeit sollte man das Küchenpapier austauschen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe die 5 Kerne jetzt dazu addiert. Und wenn die noch größer werden, die mit den Wurzeln, die werde ich dann trennen. Es sind auch viele hier, aber es ist, die haben, finde ich, genug Platz. Und dann tut man wieder ein zweites Küchenpapier drauf und befeuchtet es. Also ich tue jetzt Wasser drauf und dann der Deckel wieder drauf und dann ist es schon erledigt. Ein bisschen viel, aber die brauchen Wasser. Die brauchen Wasser, damit
die Wurzel rauskommen. Also wir sind sehr glücklich über die Dattelkerne, die schon Wurzel bekommen haben, und werden natürlich weiter berichten, wenn wir die Bäume einpflanzen. Ich lade Sie ein, auch diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde jede Woche neue Videos von Paraguay bringen und von unserem Grundstück und wie man so natürlich wie möglich leben kann. Danke fürs Abonnieren und ich wünsche allen ein viel besseres Leben.